Stadionvlog GC gegen Basel. Was gibt es Schöneres als am Sonntagnachmittag Fußball zu schauen? Leider war es einfach relativ kühl und die Kurven sind wegen der Kollektivstrafe die ersten Minuten kollektiv draußen geblieben. Darum war die Atmosphäre in den ersten 15 bis 20 Minuten sehr komisch gewesen. Nach dem 1-0 für GC sind dann die Kurven endlich reingekommen. Ich muss also sagen, so wie die einheitlich reingelaufen sind, das hat schon recht episch ausgesehen. Noch bevor alle Basler im Gästesektor angekommen sind, hat GC schon auf 2-0 können erhöhen. Der sehr gut gefühlte Gästesektor von der Basel macht aber weiterhin sehr gute Stimmung. Die Energie hat sich dann auf das Spiel übertragen, Basel verkürzt auf 2-1. Kommt nach mir, Basel ist zurück im Spiel, macht GC aber das 3-1. Und bei den Hoppers herrscht jetzt richtig gute Stimmung. Basel ist dann recht gut aus der Halbzeitpause rausgekommen und hat das 3-2 können machen. Das Goal bei Basel hat gerade den neuen Stürmer gemacht, der schon irgendwie 2 rote Karten geholt hat. Und du kannst deine Fakten sofort wieder ausmachen, weil das Goal hat eh nicht zählt. Ich muss auch sagen, für GC-Verhältnisse sind relativ viele Leute im Stadion gewesen. Auch die Stimmung ist wirklich sehr, sehr gut gewesen. Darum verstehe ich nicht, warum das Catering im letzten Grund gewisse Stand einfach zulässt. So haben wir für unsere Zürich-Nebel mega lang anstehen. Die Wurst im letzten ist aber sehr, sehr fein. Meiner Meinung nach sogar ein bisschen underrated. GC gewinnt das Spiel vor knapp 8'000 Zuschauern verdient. Der Grasshopper-Club hat heute wirklich sehr einen guten Eindruck auf mich gemacht. Wie es der Zufall will, bin ich bis jetzt an jedem FCB-Ligaspiel gewesen. Und ich muss sagen, auf mich macht es leider wirklich nicht so einen stabilen Eindruck. Was ist eure Meinung dazu? Denkt ihr, Basel ist das Jahr vielleicht sogar abstiegsgefährdet? Schreibt eure Meinung zum Vlog und zum Spiel in den Kommentaren und abonniert mich, um keinen Stadionvlog mehr zu verpassen.